unsere Herren. Was wollen diese Dinger von uns? Wieso sind sie hier? Ihr kapiert's immer noch nicht, was, Jungs? Sie haben die Mächtigen für sich eingespannt. Sie haben alles unter Kontrolle. Wacht auf, sie sind mitten unter euch, überall. Haben euch für die Wahrheit blind gemacht. Sieh hier durch. Sie sind sicher, solange wie sie unentdeckt bleiben. Ich weiß nicht, was die sind oder wo die herkommen, aber wir müssen sie aufhalten. Okay. Ich bin mit dir fertig. Guck hier durch. Sie besitzen uns. Na, sie sind überall. Sind unsere Herrscher. Wir haben keine andere Wahl. Das gefällt mir gar nicht. Ich würde die Finger davon lassen. Das geht mich nichts an und dich auch nicht. Wir sind in eine Art Trance versetzt worden. Du musst mir jetzt zuhören. Wir alle sitzen in der Klemme. Kontrollieren uns! Sie senden so ein komisches Signal durch unsere Fernseher. Hier ist einer, der sehen kann. Ich mag's nicht, wenn einer alles ausplaudert. Es wird endlich Zeit, den Spieß umzudrehen. Bing! Ein Knopfdruck! Bing! Ich dachte, ich komme mal vorbei, kau Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Nur leider habe ich kein Kaugummi. Ihr könnt's ja... Unpacking the Schallplatte. Und zwar, Sie leben von John Carpenter, They Live, in einer Auflage von Death Waltz Records. Sieht man hier gut, man, Death Waltz Recording. They Live, Music by John Carpenter in Association with Alan Howard. Ihr seht schon, ist ziemlich dick, also ist ein Gatefold-Cover zum Aufklappen. Ja, und ich schneide es jetzt einfach mal auf. Immer vom Körper wegschneiden, ne? Und den Körper selbst nicht schneiden. So. Den goldenen Aufkleber hier oben, den, der leider auf der Zellophanierung klebt, oder Gott sei Dank, den werde ich mir natürlich auch aufbewahren. Aber ich muss ja in diesem Fall die Zellophanierung abmachen, weil ein Gatefold-Cover, sonst kann ich es nicht aufklappen. Vorsichtig hier. Ja, sieht sehr geil aus. Also was mir schon aufgefallen ist, im Internet, da wo ich es gekauft habe, das Cover sehr ungewöhnlich. Ich habe auch gedacht, was ist das? Was soll das für ein schwarzer Hintergrund sein? Aber man sieht es so ein bisschen hier. Es stellt nämlich ein Artefakt aus dem Film dar, und zwar die berühmte Sonnenbrille, mit der man sehen kann. So, wenn man es aufklappt, da sehen wir, alles klar, die Sonnenbrille. Mit den Worten We sleep, they live. Immer dran denken. So, ja, das sieht doch schon mal geil aus. Jetzt klappen wir mal innen auf. Okay. Also, wer den Film gesehen hat, der weiß, was hier gemeint ist. Nada. Und ja, sehr geil. Ich bin sehr überrascht. Coole Sache. Gucken wir mal, was innen ist. So, jetzt muss ich mal gucken, wo gehen die? Achso, oben. Die Platten sind oben aus der Hülle zu holen. Alter. Was ist das denn? Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen geschockt und muss sagen, das ist ja mal ein richtig geiler Effekt. Wenn du rausziehst, siehst du den kompletten Text. Wenn du reinschiebst, siehst du nur... They live, sie leben. Alter, ich gehe kaputt gerade hier. Der Sache gehen wir gleich natürlich näher auf den Grund. Jetzt gucken wir erstmal die Vinylscheibe. So, hier die Vinylscheibe. In einem, wie immer, für diese In-Sleeves auftretenden Mangel. Das knickt halt hier einmal. Irgendwie hast du einmal einen Knick drin, dann ist dafür immer ein Knick drin. Ne? Aber das ist... Ich meine, die Platte ist gut geschützt, das ist nicht die Frage, aber die Dinger sind halt echt ätzend, finde ich. Naja, ich lasse es jetzt mal drin. Hier sind die Songs drauf, Seite A, Seite B. Seite A 6 Songs, Seite B nochmal 5 Songs. Seite B sieht so aus. Okay. Ist da noch eine zweite Platte drin überhaupt? Nee, ne? Doch, da ist eine zweite Platte noch drin.
Ich soll eine zweite Blätterin. Alter, we sleep, jetzt kommt's wahrscheinlich wieder. Alter. Geil. Still up. Alter, wie geil ist das? Nein, es ist keine zweite Platte drin. Aber das ist jetzt nochmal ein zusätzliches fettes Booklet im Gatefold Cover und ja, geil. Ja, hier sieht man den Trick, alles klar, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Da ist nochmal eine schwarze Pappe zwischen und man muss halt diese Folie, dann kommt die schwarze Pappe und dann sieht man außen nur das We Sleep. Das kann man hier so rausheben. Total geil und bei der anderen ist das genau der gleiche Fall. Super Idee auf jeden Fall. Ja, schön. Für mich kann ich ohne Brille drin blättern. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Was schreibt der da? Was ist das? Der klebt was zusammen? Alter, was klebt denn hier zusammen? Was ist das? Alter. So ein Stück Finger oder was? Geiler Effekt, ey. Was ist denn hier los? Also ich weiß jetzt nicht genau, worum es hier geht. Hier ist die Rede von Aliens und so ein Scheiß. Also irgendwas ist hier total krass. Ja, Leute, also ich bin von dieser Platte tatsächlich mehr als begeistert. Und werde mir das nochmal genau zu Gemüte führen. Ich glaube, in einem späteren John Carpenter Podcast kann man das noch sehr gut gebrauchen. Dann werde ich nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Ding. Hier nochmal Wake Up in einem ganz dunklen Druck. Sieht man so ein bisschen vielleicht, glaube ich. Und ja, richtig geile Cover. Die habe ich so noch nie gesehen. Sehr geil. Ja, Sie leben, John Carpenter. Sie gebrauchen ihre Zungen, um zu betrügen. Das Gift von Schlangen kommt über ihre Lippen. Ihre Münder sind voller Bitterkeit und Flüche. Und auf ihrem Weg stürzen sie die Welt in Elend und Unglück. Diese Teufel kennen keine Furcht vor Gott. Sie haben Herz und Verstand unserer politischen Führung an sich gerissen. Sie haben die Reichen und Mächtigen für sich eingespannt. Und uns haben sie geblendet, damit wir die Wahrheit nicht sehen. Der Geist von uns Menschen ist korrumpiert. Warum wohl predigen wir Gier? Wollt ihr es wissen? Außerhalb unserer Wahrnehmung lauern Kreaturen. Sie saugen uns aus. Wie eine Last legen sie sich über uns von der Geburt bis zum Tod.